Schwerlasttransporter. Die Giganten der Straße. Länger als zwei Omnibusse, breiter und schwerer als jeder normale LKW. Hardy Faber steuert die Riesendinger seit 20 Jahren. Oft ist er wochenlang unterwegs. Familienleben fast nur übers Telefon. Hallo, mein Kleiner. Du bist ja noch wach. Willst du gar nicht Heier-Heier machen? Willst du nicht Heier-Heier machen? Schläfst du heute wieder bei Mama? Machst du bei Mama Heier-Heier? Ja, ist das schick. Oi, tatütata. Tatütata gerade vorbeigefahren. Okay, hab dich lieb. Ciao. Ja, ich fahr vorsichtig. Ciao. Hardy fährt fast nur nachts. Das ist Vorschrift in den meisten Bundesländern, weil sein Gefährt so groß und schwer ist. 4.30 Uhr. Die Tour ist noch lange nicht rum. Und das Härteste kommt erst. Eben erfährt er von Kollegen über Funk, dass unmittelbar vor ihm ein schlimmer Unfall passiert ist. Vollsperrung der Autobahn. Feuer. Hardy ist gefährlich nahe dran an der Unfallstelle. Die Anspannung ist groß. Keiner weiß, was da los ist. Feuerwehr und Notärzte rasen über die Standspuren. Was ist mit dem Fahrer? Konnte er rechtzeitig raus? Und immer wieder knallt es. Hardy macht sich ernste Sorgen. Die Batterien oder die Gaskartuschen, die da drin hat zum Kochen oder so. Keine Ahnung, was da passiert. Ihr sagt aber, wir müssen weg, weil die Feuerwehr hier weg durchkommen will, müsste sicherlich. Krankenwagen kommt schon. Krankenwagen, klar. Da ist der Fahrer auch bestimmt. Beißender Rauch liegt in der Luft. Hardy erkundigt sich nach dem verunglückten Kollegen. Glaubst du, wenn der Fahrer raus ist, ist das alles gut. Und die Ursache? Kann alles Mögliche sein. Kabelbrand mit eben mal, Motor überhitzt, egal, irgendwas. Geht schnell. Falsche Kabelverlegung. Sich selber vielleicht was angebaut, was eigentlich nicht tüffig ist, wisst ihr? Da kann alles passieren. Anderthalb Stunden braucht die Feuerwehr, um den Transporter zu löschen. Wie sich herausstellt, ist der Wagen das Begleitfahrzeug eines anderen Schwertransporters. Die gute Nachricht, der Fahrer konnte sich retten. Ich hoffe bloß, dass mir sowas hier passiert. Solange der Fahrer raus ist, alles schick ist, ist für mich die Welt wieder heute in Ordnung. Es ist gefährlich geworden auf deutschen Autobahnen. Seit Jahren nimmt der Schwerverkehr zu. Pannen, Staus, tödliche Crashs, fast täglich. Die Straßen sind zu Warenlagern verkommen. Just in time, darauf besteht die Industrie und auch der Verbraucher. Die Fahrer stehen unter Stress, arbeiten bis zur Erschöpfung und werden dabei von vielen verflucht. Sie sind die Prügelknaben der Autonation. Einer von ihnen ist eigentlich schon in Rente. Aber er kann es nicht lassen, hält es zu Hause nie lange aus. Erich Altmüller fährt jetzt Urlaubsvertretungen. Hallo Wolfgang, grüß dich. Ich habe noch 4 Stunden bis Essen, dann habe ich über 7 Stunden Fahrzeit. Dann soll ich nach Hürth fahren, laden und soll morgen früh um 8 Uhr in Luxemburg stehen. Ja. Es dreht sich doch um die Zeit. Ich hab meine Fahrzeit fast voll in Essen. Ja. Die haben Nerven, du. Erich gibt alles. Seine Disponenten wollen mehr. Das sind menschenverachtende Leute sind das. Nach 44 Jahren auf dem Bock wollte er eigentlich seinen Lebensabend mit seiner Frau verbringen. Ganz in Ruhe. Wenn das berühmte Fernweh nicht wäre, ich komme da einfach nicht mit zurecht. Das geregelte Leben, Mittagessen, Kaffee trinken, Abendbrot, Fernseh gucken, ins Bett gehen. Das habe ich ja alles nicht gekannt vorher.
Jetzt muss ich alles erst lernen. Letzte Woche war er noch zu Hause bei der Frau. Ein Desaster. So, und jetzt nicht leicht. Hör auf! Nicht leicht reiben. Du musst nicht gleich feststricken, leicht verreiben. Ja. Das Beste, mir macht alles selbst. Und jetzt kannst du reiben. Ich habe im LKW auch Scheiben geputzt. Keine leichte Übung nach 43 Jahren Wochenendehe. Oh. Was denn? Nix, mach noch weiter. Ist doch sauber. Die steht ja mit der Peitsche dran. Sklaventreiber. Ach was, bin doch nicht streng. Der braucht es. Ich war auch immer im Druck im LKW, aber nie unter Beobachtung, so wie du. Das gemeinsame Rentnerleben haben sich beide anders vorgestellt. Erich sehnt sich zurück auf die Autobahn. Mein LKW fehlt mir. Mein gewohnter Trott, das ist nichts für mich da. Das Ganze da unter Kontrolle, das. Nein, lieber auf der Autobahn im Stau. Und sowieso, Erich fühlt sich viel zu jung für die Rente. Ich bin im Kopf, bin ich noch. 50, aber kein 60. Im Kopf bist du wie ein Zehjähriger. Und da war dasselbe Kinderarbeit. Weißt du das? Ja. Aber Gott sei Dank gibt es die Vertretungsjobs. Da hat Rentner Erich alles wieder. Seine Autobahn, seinen LKW und den Stau in aller Frühe. Sein halbes Leben hat er so gestanden. Ist sowas noch normal? Der reißt mir noch gleich den Spiegel ab. Guck dir das an, jetzt auf der dritten Spur. Auf der dritten Spur fahren die noch mit dem LKW vorbei. Auf der dritten Spur. Nach 2 Stunden Stillstand reißt selbst bei Erich der Geduldsfaden. Er vergisst die guten Vorsätze und die Verkehrsregeln. Jetzt fahre ich rüber, jetzt fahre ich auch mal auf die mittlere Spur. Ja, jetzt fahre ich rüber, leck mich doch am Arsch. Fertig. Jetzt mache ich es wie die anderen auch. Im Schritttempo nähert er sich der Stauursache. Im Radio haben sie einen Auffahrunfall zweier Lkw gemeldet. Seit Stunden wird hier geräumt. Erich sieht zwar fast täglich solche Bilder, aber auch nach Jahrzehnten auf der Straße fühlt er immer noch mit. Ob der noch mal rausgekommen ist hier? Wenn er es überlebt hat, dann ist er irgendwo jetzt im Krankenhaus und bei den Leuten zu Hause steht die Polizei und muss dann so eine Nachricht überbringen. Das beschäftigt schon, ne? Anderswo in Deutschland. Ein Autotransporter. Unterwegs ins Ruhrgebiet. Kai Jakob macht den Job auch schon 20 Jahre. Allerdings hat der Trucker gerade die Firma gewechselt. Sein LKW neu und ungewohnt. Im Moment aber ärgert ihn ein vollbesetzter Linienbus, der auf der dritten Spur an ihm vorbeirast. Ja, der Bus darf überholen. Ja, und das ist immer die Frage, da liegt mir selber Stelle, ob Menschen weniger wert sind wie Material. Der Bus, der darf 100 fahren mit über 50 Leuten an Bord. Wir haben Paletten drauf, dürfen nur 80 fahren. Der darf auf der dritten Spur überholen. Wir haben überall Überholverbot. Also vom Prinzip her, wenn man dann andersrum überlegt, könnte man ja denken, der Mensch ist ja auch nicht wert, oder? Kai ist genervt. Er muss vor Betriebsschluss beim Kunden sein. 20 Minuten bleiben ihm noch. Wenn er zu spät kommt, muss er vor dem Autohaus übernachten. Gerade noch geschafft. Aber jetzt macht die Hebebühne Probleme. Den Aufbau kenne ich noch nicht. Bin jetzt hier abladen. Irgendwas müssen wir jetzt hier hinkriegen. Nach 9 Stunden Autobahn schlägt er sich jetzt mit dem ungewohnten Aufleger herum.
Alles anders als früher. Kai hat genug. Ich habe auch gerade im Moment überhaupt gar keine Lust mehr. Mann, ich will nicht mehr. Leck mich am Arsch, echt. Etwas holprig zwar, aber rechtzeitig bringt Kai den ersten Arbeitstag mit dem neuen LKW hinter sich. Eine Papierfabrik in Holland. Erich, der Teilzeitrentner aus der Pfalz, ist früh dran, wird als erster beladen. Er ist topfit. Es läuft alles wie am Schnürchen. Selbst die Hitze kann ihm nichts anhaben. Noch nicht. Andere Rentner gehen ins Schwimmbad und ich in die Sauna. Ein Dutzend Rollen Papier, 2000 Kilo jeder einzelne. Erich ist verantwortlich für die Ladungssicherung. Ein anstrengender Job, nicht nur körperlich. Ein Fehler und er bringt sich und andere in große Gefahr. Das ist aber erst der Anfang seines 15-stündigen Arbeitstages. Das Schlimme ist ja, ich mache jetzt hier bei 38 Grad Außentemperatur Ladungssicherung, die alle Kraft erfordert. Und vor mir liegen jetzt 700 Kilometer nach Plattling. Da brauche ich höchste Konzentration. Erst mal ein bisschen durchatmen. Das Gefühl von Freiheit genießen, wie er es nennt. Termin-Trucker. Einer der härtesten Jobs auf der Autobahn. Zum Glück kennt Erich den gnadenlosen Zeitplan seiner Disponenten noch nicht. Der kommt kurz hinter der Grenze. Per E-Mail. Morgen früh soll ich um 7 Uhr abladen, steht da. Das ist gar nicht zu schaffen. Das ist Disposition pur, das da. Das sind Disponente. Da könnt ihr einen nehmen an den Füßen und eine so lange auf den Kopf hauen, bis er nicht mehr weiß, was. Also, nee. Also. Kollege Hardy mit dem Schwertransporter hat es noch rechtzeitig in den Rostocker Hafen geschafft. Trotz Feuer und Stau letzte Nacht. Er hat nur kurz geschlafen. Sein Begleiter Rocco und er müssen jetzt die Ladefläche vorbereiten, damit das Maschinenhaus einer Windkraftanlage drauf passt. Na, wir müssen jetzt 5,50 Meter auseinanderziehen, damit wir das Maschinenhaus darauf kriegen. Nicht das, sondern das da hinten. Sie fahren die Achse auseinander. Der leichteste Teil der Übung, denn das geht automatisch. Dann heißt es, Räder absenken und die tonnenschweren gusseisernen Querstreben in Position bringen. Und hier passiert es. Oh. Oh. Der Rücken. Wieder zerrissen. Oh. Hardy hat es seit Jahren mit dem Kreuz. Ja, gerade der Kreuz verdreht. Oh. Beschissen bewegt. Den Hebel aufgemacht, Kreuz verdreht. Oh. Ist mir ein bisschen schwindelig, du. Aber Schonhaltung ist jetzt nicht drin. Ja, Schweißausbrüche habe ich jetzt nicht. Wahnsinn. Oh. Gar nicht. Abwarten, bis es weggeht. Was soll ich dagegen machen? Ich werde nachher eine Schmerztablette essen. Schmerztablette mir einwerfen und dann geht weiter. Jeder normale Arbeitnehmer würde wohl zum Arzt gehen. Hardy nicht. Er ist nur am Wochenende zu Hause. Allenfalls im Urlaub schaut er mal zu einem Check vorbei. Während der Tour gibt es für Hardy nur die chemische Keule. Die Räder müssen rollen, sagt er. Wie viele seiner Kollegen hat er nur eins im Kopf. Die Fracht muss rechtzeitig ans Ziel.
unterwegs, droht das nächste Problem. Wahrscheinlich haben wir eine kleine Polizeikontrolle. Die Polizei, wo wir runtergefahren sind, haben sie erst mal geglotzt, wisst ihr. Ich hab sie im Spiegel nicht mehr gesehen. Brandenburg. Polizeihauptmeister Werner Weinhage auf Position. Auf dem Parkplatz an der A12 zwischen Frankfurt-Oder und Berlin hat er die LKW im Visier. Kollege Ralf Rieck ist der Videofachmann in dem als Camper getarnten Hightech-Van. Ausgestattet mit verdeckten Kameras können sie unauffällig gegen Verkehrssünder vorgehen. Die Polizisten haben gerade wieder einen ausgemacht. Bielorussland, man sieht das ganz. Der Truck aus Weißrussland ist viel zu schnell unterwegs, hält kaum Abstand. 50 Meter sind Pflicht. Der hier hält sich nicht dran. Einfach mal die Kelle. So. Kilometer? 30 und 28 in dem Bereich. Heiko Fischgräben. Das Gefährliche in dieser Situation ist, dass er auf diesen Gefahrguttransporter gefahren ist, der nach entweder Diesel oder Benzin geladen hat. Auch wenn er nicht voll ist, ist er gefährlich. Wie weit war denn das nach Abstand? 12 Meter, wa? Wenn überhaupt. Null Chance. Er fährt auf. Er langt nicht mehr der Reaktionszeit, um aufs Bremspedal zu treten, wenn er vorne eine Notbremsung macht. Aber erstmal haben die Polizisten andere Sorgen. Kommt er? Nee. Soll ich rausspringen? Oh, jetzt kommt er nicht. Der Trucker macht nicht, was er soll. Das kennen die Beamten schon. Viele Fahrer fürchten einen Trick. Ich will es mal so sagen, der hat Angst, dass wir überfallen. Wir haben ein ziviles Fahrzeug. Bitte folgen, kann sich jeder einbauen. Und nun kommen sie aus einer Gegend, wo das wahrscheinlich ab und zu mal geschieht. Ich habe das auch schon bei deutschen LKW-Fahrern gehabt, die da nicht mit wollten. Die gucken zu viel Cobra 11. Langsam kommt er aber dann doch noch um die Ecke. Und dann fahren wir noch ab von der Autobahn. Und dann in dunklem brandenburgischen Wald, da man da ein bisschen Angst hat, dass er überfallen wird, da kann man ein bisschen Verständnis dafür haben. Ja, der ist immer noch misstrauisch. Er kommt nicht. Doch, er kommt. Dann stell dich mal drüben hin mit der Schiebetür hier zu der Seite. Problem, Chef. Problem. Problem. Abstand. Tankwagen. Gefahrgut, ja. Der Fahrer versteht kein Wort. Aber für den Fall haben Sie ja die Videoaufnahme. Wir machen das kurz und schmerzlos. Zeig ihm das hier auf dem Bildschirm. Er weiß ja nicht, was los ist. Warte mal. Da, Kollege, zeig. Das Video ist zwar wackelig, aber eindeutig. Der Fahrer versucht sich trotzdem rauszureden. Der LKW vor ihm sei schuld. Der habe abrupt gebremst. Nee, das machst du schon kilometerweit. Ja? Nicht? Du brauchst ja nicht eine Minute zu diskutieren. So, Dokument. Ladung. Das scheint geklärt. Aber die Überprüfung ist noch lange nicht zu Ende. Kollege Rieck macht noch eine weitere brandgefährliche Entdeckung. Ein Gaskocher auf dem Beifahrersitz. Hierzulande streng verboten. Der Fahrer jedoch sieht das alles nicht ein, fühlt sich gegängelt. Hier ist Pastor. Ja, und da fährst du 12, 14 Meter auf, 15 Meter auf. Peter, und nee, hast du mit mir nicht eine Minute mehr zu diskutieren dafür? Keine Chance. Der Weißrusse muss Strafe zahlen. Jetzt gleich. Und mit 100 Euro kommt er glimpflich davon. Nochmal Glück gehabt im tiefen Brandenburger Wald. Teilzeitrentner Erich ahnt derweil, dass er seinen Ladetermin nicht mehr schafft. Die Firma macht gleich zu. Zudem kämpft er gegen das Navi. Er traut den Dingern nicht. 200 Meter rechts ab. Gesperrt für LKW. Ich fahr doch hier mit dem Auto nicht rein. Ah ja. Ich fahr doch hier nicht rein. Ich fahr doch hier nicht die. Jetzt brechen die neu. Jetzt soll ich wenden. Ich brech zusammen, du. Lieber fahre ich mal im Kreis, einmal 3 Kilometer mehr, oder dass ich mich da irgendwo in der Pampa da festfahre.
Ach, du Scheiß. Und das ist eine Sackgasse. Und eine Baustelle. Ich krieg die Krise. Aber wenn ich jetzt da reinfahre, dann komme ich nicht mehr raus. Ja, da ist doch eine große Firma, da muss doch auch irgendwo ein Ausgang sein. Also hier hört die Welt auf. Und keiner mehr da. Er wird hier übernachten müssen. Das ist das Ende. Ohne Toilette und fließend Wasser. Das ist das Ende. Polizeihauptmeister Werner Weinhage ist immer noch wachsam. In ihrem bundesweit einzigartigen Gefährt halten die beiden Beamten Ausschau nach Verkehrssündern unter den Truckern. Der überholt. Warte mal, den greifen wir uns. Wieder beginnt die wilde Aufholjagd. Ein Raser, der trotz striktem Verbot einen LKW nach dem anderen überholt. Elefanten rennen unter Brummis. Den Übeltäter einzuholen dürfte für den Polizeiwagen eigentlich kein Problem sein. Aber dann... Er nimmt das Gas nicht richtig an. Ich hoffe, dass ich den krieg. Ja, der Motor zieht jetzt nicht, aber ich will wieder in hat er ab und zu mal, da ist so ein Elektroteil. Der gute Stern auf allen Straßen versagt. Da muss er das jetzt gerade machen? Das ist doch zum... Ausgerechnet jetzt. Das ist doch nicht zum Aushalten. Die ganze Zeit läuft in Ordnung. Mann, das ist doch zum... Kannst vergessen, kriegt man nicht. Alles vorbei. Trucker Kai ist kurz vor dem Ende der vorgeschriebenen Lenkzeit. Sucht dringend einen Schlafplatz. Zwei Rastplätze waren randvoll. Bis zum nächsten reicht es noch für einen Plausch mit seiner Ehefrau. Alles klar, mein Schatz. Alles klar, mein Schatz. Dann schlafen wir ja schön. Du auch. Mach vorsichtig. Mach ich. Morgen, dann müssen wir auch. Liebe dich. Liebe dich. Ja. Tschüss. So gerne er jetzt bei ihr wäre. Aber im LKW schlafen, das mag er auch. Ich hab zuerst Fahrer, da schlafe ich im LKW besser wie zu Hause, weil du gewohnt bist. Da schläfst du durch, zu Hause bist du bei allem wach. Da kommt der Hund mal an, da hat meine Frau sich jetzt noch eine Katze angeschafft, dann kommt die Katze mal. Und hier habe ich nichts. Hier ist meine Ruhe und dann schlafe ich. Aber erst mal einen Schlafplatz finden. Spätestens gegen 18 Uhr sind die Park- und Rastplätze voll bis auf die Einfädelspur. Dicht an dicht zwängen sich die LKW aneinander. Und ganz vorne steht sogar einer auf der Fahrspur. Kann doch passieren, dass der jetzt eine Dreiviertelstunde Pause dann macht. Dann haben wir uns natürlich angeschissen. Er macht keine Anstalten, wegzufahren. Kai wird nervös, funkt ihn an. Ja, was bleibst du jetzt da stehen, Arbeit? Dann endlich fährt er los. Die Ansage hat gewirkt. Wenn sie es gesagt hätten, dann wäre er erstmal tiefenentspannt, hätte er seine Pause gemacht. Ich sage, das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was hier auf Parkplätzen los ist. Ey. Weiter geht die Reise an überfüllten Parkplätzen und Raststätten vorbei, bis tief in die Nacht hinein. Kai ist total übermüdet. Seit Stunden sucht er einen Schlafplatz. Von einem Kollegen bekommt er einen Tipp. Der Betriebshof einer Firma, irgendwo im Nirgendwo, neben der Autobahn. So richtig geheuer ist ihm der Platz nicht, aber was bleibt ihm übrig? So, ich würde sagen, eine mit der letzten Lücken gekriegt. Feierabend. Schnauze voll für heute. Vor dem Einschlafen überkommt ihn oft die Sehnsucht nach zu Hause. Vor einem Jahr hat er zum zweiten Mal geheiratet. Seitdem ist er ein anderer Mensch, sagt er. Selbst seine extreme Eifersucht scheint geheilt. Und seinen Hochzeitsfilm, den trägt er immer bei sich. In solchen Stimmungen schaut er ihn sich gerne an.
Ja, super schön. Wie gesagt, also waren auch negative Erinnerungen. Weil ja zu dem Zeitpunkt meine Mutter, die lag im Koma an dem Tag, wo wir geheiratet haben, ist er aufgewacht gerade. Hat man natürlich immer im Hinterkopf. Das waren die ganzen Tränen, die da auch mit beigespielt haben. Mein Schwiegervater war dann da gewesen, obwohl er schwer krank war, der ja nun mittlerweile auch verstorben ist. Und, aber so danach, die Feier, die Freunde, hat alte Stimmen. Also war alles super gewesen. Bei so einer großen Familie fühlt er sich auch nie alleine. So, meine Familie, die habe ich auch wieder dabei. Die jüngste Tochter, die mittelste Tochter, meine Frau. Und die sind ja auch nachts immer bei mir beim Schlafen. Müssen sie ja, sonst kriege ich Ärger zu Hause. Ja, nun werde ich die gleich alle schön hinpositionieren und dann werden wir zusammen kuscheln. Hardy mit dem Maschinenhaus auf seinem Schwerlaster muss bis morgen früh auf der Baustelle in Süddeutschland sein. Die Nachtfahrerei mit ständigen Lichtreflexen schlaucht. Und er hat Druck. Kann er den Termin nicht halten, verzögert sich der Aufbau des Windrades. Eine teure Angelegenheit für seinen Chef. Und immer noch die Rückenschmerzen. Inzwischen strahlen sie über den Nacken bis in den Kopf. Extrem eben ist der Tablettenkonsum. Schmerzmittel. Ist wirklich extrem. Sei es irgendwelche Kopfschmerztabletten, was du eben halt oft hast. Es gibt wohl so Phasen, da wo es extrem ist, wo ich dann eben halt ständig Kopfschmerzen habe. Nur mit Chemie oder nur noch mit Tabletten in Tablettenform versuchst, hier über den Tag zu kommen. Das ist extrem. Das. Noch 2 Stunden bis zur Baustelle. Bei normalem Verkehr. Doch dann. Ein LKW fährt rückwärts, mitten auf der Autobahn. Ja, nee. Rückwärts fahren auf der Autobahn mit einem LKW, Alter, das ist ein Straftatbestand. Der da vorne mit dem LKW, das ist der Wahnsinn. Ein Sattelschlepper hat die Ausfahrt verpasst, stößt zurück, um abzubiegen. Jetzt hat Hardy ausgerechnet ihn vor sich. Das Durchfahrt verboten, steht überall dran, kilometerweise vorne, weit, weit vorne. Das ist. Und dann hast du sowas vor dir. Gut. Sag ich doch. Mühsam arbeitet sich Hardy durch den Kreisverkehr. Leider will auch der verwirrte Kollege in seine Richtung. Stur bleibt der vor ihm. Bei Hardy steigt der Blutdruck. Dieser Vordermann hält auf, fährt unnötig langsam auf der nächtlichen Landstraße. Wir kennen die Strecke. Wir sind unter Zeitdruck. Dann hast du natürlich einen, der rückwärts auf der Autobahn fährt, weil er keine Schilder lesen kann. Dann fährt er noch vor dir auf der Landstraße, weil er sich nicht auskennt. Und dann tuckert er vor uns. Und wegen so einem Vollpfosten kann es passieren, dass wir eben halt kurz vor dem Ziel, kurz vor der Ladestelle Pause, unsere Schichtpause machen müssen. Und das würde einen vollen Tag Verlust bedeuten. Deshalb vergisst Hardy jetzt die Verkehrsregeln und zieht raus auf die sehr schmale Gegenfahrbahn. Überholen mitten im dunklen Wald mit seinem 3,60 Meter breiten und 32 Meter langen Monster. Nichts für schwache Nerven. Thank you.